Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video hier gehen wir gemeinsam Schritt für Schritt diese Weihnachtsmänner. Lasst euch nicht abschrecken, die sind wirklich einfach und ich häkel alles mit euch gemeinsam. Ihr könnt direkt mithäkeln. Ich erkläre euch alles Schritt für Schritt. Also wir machen das gemeinsam. Mit der Schlaufe wollte ich euch zeigen, dass ihr das natürlich auch ranmachen könnt, um es aufzuhängen. Ihr könnt die natürlich auch ohne Schlaufe verwenden, zum Beispiel als Tischdeko oder macht eine andere Schlaufe für Servietten. Das ist alles euch überlassen. Und wir brauchen dafür nur drei Farben. Ihr könnt euch die Hautfarbe natürlich selber aussuchen. Dann nehme ich ein Rot und ein Weiß. Und wir fangen jetzt erstmal mit der Hautfarbe an und dann wechseln wir auch direkt die Farbe. Und ich häkel mit einer 3 mm Häkelnadel. Wir fangen direkt an mit einem magischen Ring. Dafür legen wir uns die Wolle zweimal um die zwei Finger. Nehmen unsere Häkelnadel, gehen hier vorne rein, holen den hinteren Faden raus. Wir holen den Faden und ziehen hier vorne durch die Schlaufe durch. Somit haben wir den magischen Ring erstellt. Den halte ich mir hier so fest. Wir machen erstmal drei Luftmaschen und werden jetzt mit Stäbchen arbeiten. Das heißt, wir nehmen uns die Wolle auf die Häkelnadel, gehen in diesen magischen Ring rein, holen den Faden von hinten nach vorne raus, holen den Faden, gehen durch die ersten beiden Schlaufen, holen den Faden und durch die anderen beiden Schlaufen. Das war unser erstes Stäbchen. Jetzt machen wir noch weitere in diesen magischen Ring. Und zwar insgesamt 13, also noch 12 Stück. Das zweite Stäbchen. Das dritte Stäbchen. Dann halte ich mir das immer wieder weiter nach oben. Das vierte Stäbchen. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13. Somit wäre unsere erste Runde auch schon fertig. Jetzt ziehen wir das am kurzen Stück hier einmal fest. Wir werden das nachher auch nochmal zwischendurch festziehen. Das ist jetzt nicht schlimm, wenn da ein Loch drin ist. Dann gehen wir in die erste Masche hier rein. Holen den Faden und verbinden mit einer Kettmasche. Und wir wechseln jetzt schon die Farbe. Ich nehme mir jetzt das Weiß. Das Rote brauchen wir ganz am Ende erst. Wir nehmen uns die weiße Wolle jetzt, legen es einmal auf die Häkelnadel, drehen es einmal, sodass das kurze Stück auch hinten ist, ziehen hier durch die Hautfarbe einmal durch, ziehen die Hautfarbe schön fest, machen dann jetzt drei Luftmaschen und wir werden jetzt weiter mit Stäbchen arbeiten in dieser Runde. Und zwar werden wir diese Runde verdoppeln und machen immer zwei Stäbchen in jede Masche. Das zählt jetzt so gesehen schon als erstes Stäbchen. Dann nehme ich mir die Wolle auf die Häkelnadel und gehe hier vorne direkt in die erste rein. Mache hier ein Stäbchen. Und dann gehen wir in die nächste Masche rein. Und werden zwei Stäbchen in ein und dieselbe Masche machen. Also wieder in dieselbe Masche. Dann gut zu erkennen, gehen wir wieder in die nächste Masche rein. Und machen auch hier zwei Stäbchen. Wieder in die nächste Masche. Zwei Stäbchen. Und das machen wir jetzt die ganze Runde so. Das geht auch wirklich schnell.
Am Ende dieser Runde angekommen, gehen wir wieder in die erste Masche rein und verbinden mit einer Kettmasche. Machen jetzt drei Luftmaschen. Überspringen die nächste Masche und gehen in die übernächste rein. Holen den Faden und verbinden es mit einer Kettmasche. Dann machen wir wieder drei Luftmaschen. Überspringen die nächste, gehen in die übernächste rein, holen den Faden, verbinden mit einer Kettmasche. Dann entstehen hier solche Schlaufen, in der wir gleich diese Bommel reinhäkeln. Wieder drei Luftmaschen, eine überspringen, in die übernächste rein eine Kettmasche. Drei Luftmaschen, eine überspringen, Kettmasche. Wir sind auch gleich schon fertig. Wir machen das nicht die ganze Runde entlang. Einmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Einmal machen wir das noch. Drei Luftmaschen. Eine überspringen in die übernächste rein. Eine Kettmasche. Dann machen wir ganz normal weiter. Wir machen eine Luftmasche. Dann drehen wir das Ganze. Das ist jetzt die Rückseite dann. Und jetzt habt ihr hier diese Schlaufen. Und wir werden in jede einzelne jetzt einmal reinhäkeln. Das ist auch wirklich super einfach. Also wir gehen einmal in diese erste Schlaufe hier rein. Hier. Häkeln eine feste Masche. Und in dieselbe Schlaufe jetzt weiter. Ein Stäbchen. Dann wieder ein zweites Stäbchen. Und noch ein drittes Stäbchen. Alles in ein und dieselbe Schlaufe. Dann noch eine feste Masche. Und somit wäre das erste hier schon mal fertig. Dann gehen wir direkt hier in die nächste Schlaufe wieder rein. Machen eine feste Masche. Insgesamt drei Stäbchen. Eins. Zwei. Und drei, noch eine feste Masche in diese zweite Schlaufe und auch fertig ist der zweite Bommel so gesehen. Das ist ja hier die untere Seite und das machen wir jetzt gemeinsam. So sieht es von vorne aus. Und dann wieder in die nächste Schlaufe, eine feste Masche, drei Stäbchen. Und drei und noch eine feste Masche in die nächste, eine feste Masche, drei Stäbchen, und eine feste Masche. Vier von sieben haben wir schon gehäkelt und jetzt die letzten drei hier noch. Eine feste Masche, drei Stäbchen und eine feste Masche, das vorletzte, eine feste Masche, wieder drei Stäbchen. Und eine feste Masche. Und wir behäkeln hier die letzte Schlaufe. Eine feste Masche. Drei Stäbchen. Und eine feste Masche. Somit haben wir die untere Reihe auch schon fertig. Jetzt machen wir gleich weiter mit der zweiten Reihe mit den Noppen. Davor schneide ich mir die Hautfarbe schon mal ab. Die werden wir nachher am Ende hinten verknoten
und nochmal zusammenziehen, aber dann haben wir hier schon mal einen Faden jetzt weniger. Die nächste Reihe ist auch wirklich einfach. Wenn ihr diesen Weihnachtsmann einmal gemacht habt, dann geht das zweite auf jeden Fall viel schneller und ihr werdet denken, das war ja wirklich super einfach. Also die Reihe haben wir jetzt fertig. Wir machen jetzt die Seite nach vorne, wo die Bommel vorne sind. Machen drei Luftmaschen. 1, 2 und 3. Und gehen bei jeder Noppe hier vorne in dieses Stück hier rein. Ich hoffe, das konntet ihr gut erkennen. Also ich habe 3 Luftmaschen gemacht. Und hier haben wir das gute Stück. Und wir gehen jetzt hier drunter einmal rein. Den Faden hole ich mir so nach vorne. Und wir machen den Faden raus und verbinden mit einer Kettmasche. Dann machen wir wieder 3 Luftmaschen. 1, 2 und 3. Gehen bei dem nächsten Bommel oder bei der Noppe, wie ihr das nennen möchtet, da gehen wir auch hier vorne wieder darunter bei dieser Masche rein, holen den Faden raus und verbinden mit einer Kettmasche. Dafür drehe ich mir das, das ist viel einfacher. Dann wieder 3 Luftmaschen und auch beim nächsten hier wieder rein und mit einer Kettmasche verbinden. 3 Luftmaschen und hier unten wieder rein, eine Kettmasche, 3 Luftmaschen. Ihr könnt dafür auch das hier so nach hinten klappen und dann auch da rein häkeln. Das ist dann ein bisschen einfacher, aber so kann man das auch besser erkennen. Also das wäre ja hier, wenn ihr euch das nach hinten geklappt habt, dann kann man das auch einfacher behäkeln. Und das machen wir noch ein letztes Mal. Dann haben wir so gesehen den Anfang dieser zweiten Runde jetzt gemacht. Hier haben wir jetzt auch immer diese Schlaufen gehäkelt, wo wir jetzt auch wieder reinhäkeln werden. Und wir häkeln jetzt auch direkt weiter, und zwar in jede dieser Schlaufen, die wir jetzt gerade gehäkelt haben. Wir gehen direkt hier in die nächste rein und machen wieder eine feste Masche, 3 Stäbchen, 1, 2 und 3, wieder eine feste Masche. Und somit wäre das erste in dieser zweiten Reihe fertig. Dann gehen wir wieder in die nächste Schlaufe. Dafür drücke ich mir hier diese erste runde Bommel nach unten und gehe in die nächste Schlaufe rein und mache das gleiche. Eine feste Masche, 3 Stäbchen und wieder eine feste Masche. Und direkt weiter in die nächste, eine feste Masche, 3 Stäbchen und eine feste Masche. Hier haben wir wieder die nächste Schlaufe, eine feste Masche, 3 Stäbchen. Und eine feste Masche. In die nächste weiter, eine feste Masche. Drei Stäbchen. Eine feste Masche. Und noch die letzte. Eine feste Masche. 3 Stäbchen
und eine feste Masche. Jetzt haben wir hier noch so eine kleine Schlaufe, aber die behäkeln wir nicht. Das war der Anfang, wo wir das verbunden haben. Also ich zeige euch das einmal so vorne. Das war jetzt die zweite Runde. Jetzt machen wir nur noch eine Runde hier mit den 5 Noppen. Und ja, der Rest wird auch noch schneller gehen. Das ist wirklich einfach, das bekommt jeder hin. Wir machen ungefähr dasselbe Spielchen jetzt in dieser dritten Reihe mit den Noppen. Wir machen 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und gehen dann hier nach innen. Gehen hier bei diesem Hautfarbenton am Anfang hier rein. Also hier ist so gesehen der Anfang. Und dann gehen wir hier unten einmal rein. Gehen hier raus. Holen den Faden. Ziehen durch und verbinden das auch mit einer Kettmasche. Dafür drehe ich mir das immer so. Dann machen wir wieder 3 Luftmaschen und gehen hier bei der nächsten Masche unten rein Richtung Weiß und holen den Faden wieder, verbinden mit einer Kettmasche, machen wieder 3 Luftmaschen, 1, 2, 3. Gehen hier wieder unten rein, holen den Faden, verbinden mit einer Kettmasche, machen nochmal 3 Luftmaschen, gehen in den nächsten rein, holen den Faden, verbinde mit einer Kettmasche. Und das machen wir jetzt nur 5 Mal, also bis wir 5 so eine Schlaufen haben. Also hier bei der nächsten wieder rein. Faden holen. Eine Kettmasche. Ich schaue einmal. 1, 2, 3, 4. Noch einmal. 3 Luftmaschen. Und hier noch einmal rein, Faden holen, mit einer Kettmasche verbinden. Und das war es auch schon fast. Hier habe ich jetzt ein bisschen Faden rausgezogen, das ist aber nicht so schlimm. Und auch hier haben wir jetzt diese Schlaufen gemacht und wir häkeln einfach weiter. Wir gehen nämlich direkt in die erste Schlaufe rein. Ich drücke mir das wieder so ein bisschen nach unten. Gehe hier in die erste Schlaufe rein. Ich zeige euch das einmal. Also hier ist die erste, hier ist die zweite, hier ist die dritte, die vierte und so weiter. Wir haben 5 Schlaufen, machen hier jetzt noch 5 Noppen und dann sind wir mit dem Bart auch schon fertig. Wir machen hier auch ganz normal eine feste Masche, dann 3 Stäbchen. 1, 2 und 3. Noch eine feste Masche und sind mit dem ersten auch schon fertig. Wir machen direkt weiter in die zweite Schlaufe rein. Wie gewohnt eine feste Masche, 3 Stäbchen und eine feste Masche in ein und dieselbe Schlaufe. Direkt weiter in die nächste. Drei haben wir schon mal, fehlen uns hier nur noch 2 jetzt. Einfach ganz normal immer weiter häkeln. Ein erstes Stäbchen, das zweite Stäbchen, das dritte Stäbchen und die eine feste Masche. Und das nur noch ein einziges Mal. Und dann ist der schwierigste Teil auch schon geschafft. Aber wie gesagt, wenn ihr das ein, 2 Mal gemacht habt, ihr werdet sagen, das ist echt einfach und
Werdet wahrscheinlich in Massenproduktion gehen zum Verschenken, weil die einfach so schön sind. So, fertig. Das war unsere letzte. So sieht es jetzt aus. In der ersten Runde haben wir hier 7 Noppen gemacht, dann 2 Noppen und jetzt 5. Den Faden können wir abschneiden. Ich ziehe es einmal raus und habe hier hinten den weißen Faden und hier vorne und die beiden verknote ich mir. So, dann schneide ich meinen Faden auch ab. Ihr könnt das natürlich auch vernähen, um sicher zu gehen. Und hier hinten haben wir noch Fäden von der Hautfarbe. Die werde ich auch gemeinsam einmal verknoten. Und hier könnt ihr das auch dann alles noch ein bisschen fester ziehen. Aber über das Loch kommt nachher auch die Nase. Von daher ist das nicht so schlimm. So sieht es bis jetzt aus. Wir haben es gemeinsam gehäkelt bis jetzt. Wir machen jetzt weiter mit der Mütze. Dafür nehmt ihr euch eure Farbe, die ihr möchtet, oder das Rot, was ihr möchtet. Wir nehmen uns dieses Teil, überspringen hier eine Masche, also hier an diesem Teil überspringen wir die erste und gehen einfach bei der zweiten hier vorne rein. Dann nehmen wir uns die neue Farbe. Legen es auf die Häkelnadel hinten drauf, an die Spitze. Ich drehe mir das einmal, ziehe es nach vorne hindurch und mache eine Luftmasche. Jetzt häkeln wir einfach weiter in die nächsten Maschen. Wir machen weiter in die nächste Masche mit einem Stäbchen. Dann wieder in die nächste Masche ein Stäbchen. In die nächste wieder ein Stäbchen und in die nächste noch mal ein Stäbchen. Dann machen wir weiter mit halben Stäbchen, also Faden auf die Häkelnadel durchziehen wie beim Stäbchen, aber wir ziehen jetzt direkt durch alle Schlaufen durch. Das ist das halbe Stäbchen. Davon machen wir jetzt auch die nächsten 4. Also 2 haben wir jetzt schon. Das dritte halbe Stäbchen. Und das vierte halbe Stäbchen. In die nächsten Maschen machen wir einfach nur normale feste Maschen. 1, 2 und 3. Wir haben jetzt auch 3 feste Maschen gemacht. Also 4 Stäbchen, 4 halbe Stäbchen und 3 feste Maschen. Wenn das bei euch nicht ganz mit den Zahlen hinhaut, dann ist das aber auch nicht schlimm, sollte aber so passen. Dann häkeln wir direkt weiter. Wir machen eine Luftmasche, drehen es einmal und häkeln dieselben Maschen jetzt genauso wieder zurück. Also wir machen jetzt erstmal wieder 3 feste Maschen. 1, 2 und 3. Dann machen wir weiter mit den halben Stäbchen. 1, 2, 3 und 4. Und jetzt machen wir den Rest noch mit Stäbchen. 1, 2, 3 und 4. Dann drehen wir uns das wieder. Das ist jetzt die Vorderseite. Wir machen hier 2 Luftmaschen. Gehen nicht in die erste, in die zweite, in die dritte, sondern gehen in die vierte rein. Holen den Faden und verbinden mit einer Kettmasche. Und den Rest machen wir jetzt erstmal weiter mit festen Maschen. Wir sind auch gleich fertig. Feste Maschen. Hier haben wir noch 1, 2, 3, 4.
Und die letzten drei mache ich nämlich mit Kettmaschen. Also Faden einfach holen, eine Kettmasche, in die nächste rein Faden holen, eine Kettmasche, in die nächste rein Faden holen, eine Kettmasche. Jetzt machen wir 7 Luftmaschen. 3, 4, 5, 6 und 7. Und wir häkeln jetzt in diese Luftmaschen hier rein. Also wir holen den Faden, gehen in die nächste Masche rein, holen den Faden von hinten nach vorne raus und machen halbe Stäbchen. Dann in die nächste auch wieder rein. Ein halbes Stäbchen. In die nächste wieder ein halbes Stäbchen. Wir häkeln einfach so runter bis zur Mütze mit halbem Stäbchen. Und hier die letzte, also 6 halbe Stäbchen haben wir gehäkelt. Jetzt können wir den Faden einmal abschneiden. Ich lasse ihn einen Ticken länger, weil wir dann damit jetzt vernähen. Wir ziehen es einmal raus, machen das Stück jetzt auf die Vernähnadel und das wird dann jetzt hier einmal hinten befestigt. Ich habe es auf die Vernähnadel getan, drehe es nach hinten und gehe hier vorne bei der ersten roten Masche in eine Schlaufe rein, ziehe es einmal durch, dann verbindet sich die Mütze mit dem Zipfel und gehe hier hinten einfach durch ein paar Maschen hin und her und vernähe mir das so und verknote mir das so. So sieht es denn bis jetzt aus. Jetzt machen wir schnell noch hier den weißen Bommel. Dafür drehen wir das auf die Rückseite. Gehen hier vorne mit der Häkelnadel einmal rein. Holen uns die weiße Wolle. Legen es auf die Spitze der Häkelnadel. Drehen es einmal. Ziehen das Weiße hier einmal durch, einmal raus. Machen eine Luftmasche und jetzt werden wir hier in dasselbe Loch wieder reingehen, wie gewohnt mit einer festen Masche, dann 3 Stäbchen, 1, 2 und 3, dann noch eine feste Masche. Das war es auch schon. Wir schneiden den Faden einmal ab, ziehen es raus, verknoten den Anfangs- und den Endfaden zweimal gemeinsam. So, ich schneide den Faden hier wieder ab. Wir drehen es nach vorne. Das wäre dann auch schon mal fertig. Jetzt machen wir nur noch die Nase, stecken die Augen ran. Und dann sind wir auch schon fertig. Sieht jetzt schon schön aus, aber gleich mit der Nase und den Augen macht es natürlich das meiste aus. Dafür nehmen wir uns wieder die rote Wolle. Wir machen einen magischen Ring. Die Wolle zweimal um die 2 Finger. Hier vorne mit der Häkelnadel rein, von hinten rausholen. Den Faden holen und durch diese Schlaufe durchziehen. Ich halte mir das hier unten wieder fest. Wir machen 2 Luftmaschen und jetzt häkeln wir 5 halbe Stäbchen in diesen magischen Ring rein. Eins, zwei, drei, vier. Und das 5. halbe Stäbchen. Wir ziehen es einmal zu. Häkeln direkt einmal weiter. Gehen hier in die erste Masche rein. Kann auch nur eine Schlaufe sein.
holen den Faden verbinden mit einer Kettmasche, machen eine Luftmasche und gehen jetzt hier in jede Masche in eine Schlaufe rein. Also bei der nächsten Masche in eine Schlaufe, holen den Faden raus, machen eine Kettmasche. Dann bei der nächsten Masche durch eine Schlaufe, holen den Faden raus, machen eine Kettmasche. Bei der nächsten Masche eine Kettmasche, immer durch eine Schlaufe. So, dann sind wir auch schon mit der Nase fertig. So sieht sie aus. Ich stülpe mir das nochmal um, sodass die andere Seite die Außenseite wird. Den Faden können wir schon mal abschneiden. Und auch einmal rausziehen. Dann einmal umstülpen. So. Den Anfangs- und den Endfaden wieder verknoten und das klebe ich mir jetzt mit der Heißklebepistole fest, nachdem ich die Fäden jetzt abgeschnitten habe. Ihr könnt die Fäden natürlich aber auch auf eine Vernähnadel tun und dann da durchgehen, entweder direkt in der Mitte oder ein Faden links, ein Faden rechts und hier dann hinten verknoten, damit es auch schön fest und sicher ist. Aber ich schneide mir meine Fäden jetzt ab. Und mache das mit der Heißklebepistole jetzt hier einmal fest. Bis die Heißklebepistole warm wird, zeige ich euch einmal die Augen. Dafür habe ich ja diese Sicherheitsaugen. Davon nehme ich die kleinsten, ganz am Anfang. Nehme hier mein Köpfchen und gehe hier in diese Hautfarbe. Einmal rechts hier durch und einmal hier weiter links, so wie es euch natürlich am besten gefällt mit dem Abstand. Ich mache das nach Augenmaß. So, so kann man sich das besser vorstellen. So passt das. Dann mache ich die Augen hinten einmal zu. Und dann könnt ihr das auch mit einem Feuerzeug hier ein bisschen anschmelzen und festdrücken, aber natürlich aufpassen, weil es denn heiß ist. Ihr könnt es auch so lassen. Das ist auch euch überlassen. Ich lasse das jetzt erstmal so. Jetzt klebe ich noch meine Nase ran und erzähle euch dann noch ein bisschen was. Hier habe ich mir Heißkleber drauf gemacht. Das positioniere ich mir hier und drücke es einmal fest. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich jetzt die Schlaufe machen, um es am Tannenbaum aufzuhängen oder irgendwo. Für die Schlaufe habe ich 40 Luftmaschen gemacht und ich habe das hier hinten einfach bei den Augen festgeknotet. Ihr könnt es natürlich auch so machen, wie ihr das möchtet. So sieht es denn hier aus. Und den haben wir jetzt zusammen gehäkelt. Die sind wirklich super schön und gar nicht so schwer, wie sie aussehen. Also die sehen viel komplizierter aus, als sie überhaupt sind. Die habe ich mir hinten halt so platt gemacht. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Teilt das Video gerne. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, seid aktiv. Dann sehen wir uns nämlich die Tage auch schon wieder bei einem neuen Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Mithäkeln. Und wenn ihr etwas postet, dann markiert mich gerne auf Facebook, auf Instagram oder TikTok. Ich bin überall. Ich verlinke euch auch alle Kanäle unter dem Video. Schaut da auch gerne vorbei. Und viel Spaß beim Verschenken, beim Nachmachen. Und bis dahin.